Mein Zahnarzt verweigerte mir die Behandlung, nachdem ich HIV-positiv geworden bin. Und in diesem Video erzähle ich, was genau passiert ist, warum ich mich auf gut Deutsch gesagt ziemlich beschissen damit gefühlt habe und was ich mittlerweile darüber denke, nämlich, dass alle, egal ob positiv oder nicht, gleich behandelt werden müssen. Hi, ich bin Marcel und in dieser Reihe HIV-positiv berichte ich chronologisch aus meinem Alltag mit dem HI-Virus. Alle Videos findet ihr über die Videobeschreibung oder rechts oben über das i. Und heute geht es nicht nur um meine erste eigene Erfahrung mit Diskriminierung, sondern auch darum, dass das leider kein Einzelfall ist. Außerdem wird es, glaube ich, Zeit für ein paar Fakten, denn ich höre immer wieder, dass eine Sonderbehandlung oder spezielle Behandlung von Menschen mit HIV in Arztpraxen, Zahnarztpraxen sinnvoll oder sogar notwendig sei. Das stimmt nicht, das ist ein Mythos, dem wir heute auf den Grund gehen, aber eins nach dem anderen. Nach der Diagnose ging für mich ziemlich schnell der Alltag weiter. Ich habe mir jetzt nicht großartig Zeit genommen, mich damit auseinanderzusetzen. Meine Strategie war so ein bisschen, Normalität zu nutzen, um auch damit klarzukommen. Dazu gehört unter anderem arbeiten zu gehen, aber auch so tolle Termine wie der Zahnarzt. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht große Angst jetzt vom Zahnarzt. Ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan davon, wie niemand, glaube ich. Ich gehe nicht gerne hin, aber für mich ist es ein ganz normaler Termin. Und entsprechend bin ich auch zu meinem Zahnarzt gegangen. Den habe ich schon langjährig gehabt. Das war eine Routineuntersuchung. Es war mal wieder soweit, alle halbe Jahre. Ich hatte einen Termin, bin angekommen, habe mich ins Wartezimmer gesetzt, wurde aufgerufen und habe mich auf den Behandlungsstuhl gesetzt. Und dann ist es ja oft so, dass man noch eine gewisse Zeit hat, bis der Arzt in den Behandlungsraum kommt. Und es war nicht so, dass ich mir jetzt große Gedanken gemacht habe, also ich hatte keine Angst, weil ich jetzt gleich mein HIV-Coming-out haben werde, das gar nicht. Sondern ich fand es wichtig, das mitzuteilen, weil ich aber wusste, es kann, wenn ich bestimmte Medikamente bekomme, also wenn ich zum Beispiel eine Spritze bekomme, die irgendwas betäubt, Wechselwirkungen geben. Und fand es einfach wichtig, dass der Arzt das weiß. Irgendwann ist mein Arzt dann gekommen und hat mich gefragt, wie es mir geht. Wahrscheinlich eher als Floskel. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass ich mehr sage als Dankeschön, mir geht's sehr gut. Ich habe aber mehr gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass ich HIV-positiv bin. Das war ich damals, glaube ich, so circa 3 Monate. Und dann wurde es schlagartig still im Raum. So circa für 15, 20 Sekunden. Und mein Eindruck damals war als allererstes, dass er das erstmal sacken lassen muss, weil es natürlich auch nichts Alltägliches ist. Und er kannte mich auch schon viele Jahre. Und dann komme ich da plötzlich hin mit 20 Jahren und habe eine HIV-Diagnose bekommen. Und sicherlich habe ich gedacht, ist es auch so, dass ein Arzt das erstmal verarbeiten muss, so wie ich es ja auch tun musste. Und dann hat er mich in ruhigem, aber bestimmten Ton gefragt, warum ich das nicht schon bei der Terminvereinbarung gesagt hätte. Ich habe dann erklärt, so wie ich es gerade auch schon gesagt habe, dass ich das eigentlich nicht für ein großes Ding gehalten habe und das sowieso eher lieber persönlich mache. Woraufhin die Stimmung plötzlich gekippt ist. Er ist laut geworden, aggressiv geworden, hat mich angeschrien. Und Grundaussage war, dass ich eine Gefahr bin für das Praxispersonal als auch für andere PatientInnen. Und wie ich mir das vorstellen würde, dass er mich behandelt, das würde er auf keinen Fall tun. Das Ganze ging ungefähr 5 Minuten, diese Tirade. Also er hat nicht immer wieder was Neues gesagt, sondern es war eigentlich dasselbe, nur in anderen Worten ausgedrückt. Und zwar so schnell hintereinander, dass ich da gar nicht zwischengrätschen konnte oder darauf antworten konnte. Und in der Zeit bin ich auch schon von diesem Stuhl aufgestanden, war aber noch in dem Raum. Und 2 Zahnarzthelferinnen sind reingekommen, die den Stuhl, auf dem ich gerade noch saß, und ich stand daneben, desinfiziert haben. Ich muss dazu sagen, dass ich diese Situation, die ich jetzt gerade beschreibe, auch schon in ein paar Interviews geschildert habe und dass danach ganz viele Rückmeldungen kamen, gerade so in YouTube-Kommentaren, wenn die Interviews hochgeladen wurden, dass das Ganze völlig normal sei. Also da haben auch Leute drunter geschrieben, die selber in der Zahnarztpraxis arbeiten und mir erklärt, dass das immer gemacht wird bei jedem Patienten. Und da muss ich fairerweise sagen, das stimmt. Das ist Pflicht, das ist Vorschrift, dass man alles, womit der Patient sozusagen in Berührung gekommen ist, desinfiziert. Aber ich möchte nochmal den Kontext erwähnen, denn mir hat gerade ein Arzt gesagt, ich sei eine Gefahr, während neben mir ein Stuhl desinfiziert wird, auf dem ich saß. Und ich glaube, das hätte man aus Sensibilitätsgründen auch anders regeln können, zum Beispiel, dass man einfach wartet, bis ich diesen Raum verlasse. Gleichzeitig bin ich der Überzeugung, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber dass ich noch nie erlebt habe, weder bei diesem Zahnarzt noch bei einem anderen, dass ein Stuhl desinfiziert wurde, während man noch in dem Raum ist. Also ich habe das bisher nie erlebt, das war das einzige und erste Mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit zu tun hatte, dass alle aufgedreht waren wegen der Situation, weil sonst haben die immer gewartet. Nur dann, als ich gesagt habe, dass ich positiv bin, war das nicht der Fall.
Das ist der Kontext und mich würde interessieren, wie, wenn ihr euch da hineinversetzt, wie ihr das finden würdet. Was glaubt ihr, was das mit jemandem macht? Also ich habe mich schon ziemlich schmutzig und dreckig gefühlt. Und ich glaube, wenn man den Kontext betrachtet, kann man das auch nachvollziehen, obwohl das natürlich eine Standardsache ist, wie gesagt, die man hätte anders lösen können. Gleichzeitig war ich erst Anfang 20, musste auch noch gucken, wie ich mit der Diagnose umgehe und hatte irgendwie nicht viel Selbstbewusstsein. Und natürlich war es so, dass ich das erstmal geglaubt habe. Ich habe erstmal gedacht, die haben recht. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht Zahnärzte, die speziell für HIV-Positive da sind, zu denen ich hätte gehen sollen, dass ich wirklich da falsch bin. Dass ich wirklich eine Gefahr bin und dass das Ganze ein Riesenfehler von mir war, dorthin zu gehen. Und ich habe mich ziemlich geschämt, ich habe mich dumm gefühlt, schmutzig gefühlt, mies gefühlt, wie auch immer. Heute weiß ich, dass das nicht stimmt, denn die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Dieser Zahnarzt hätte mich nicht so behandeln dürfen und auch generell müssen Menschen mit HIV nicht anders behandelt werden als alle anderen. Zunächst mal bin ich leider mit dieser Geschichte kein Einzelfall. Es gab mal eine Studie, positive Stimmen heißt die. Ich verlinke sie euch ganz unten in der Videobeschreibung, so wie ich auch viele andere Links verlinken werde, wo ihr euch im Detail weiter informieren wollt, für alle, die es möchten. Und diese Studie, positive Stimmen, hat Menschen mit HIV befragt. 20% dieser Menschen haben schon mal Diskriminierung im Gesundheitswesen erlebt. Und besonders häufig wird hier der Zahnarzt genannt, so wie ich es auch erlebt habe. Gleichzeitig gibt es eine Kontaktstelle für Diskriminierung bei der Deutschen AIDS-Hilfe. Da kann man sich hinwenden, wenn man Diskriminierung erlebt hat. Die vermitteln manchmal zwischen den Parteien, die versorgen einen aber auch selber mit Fakten. Also sagen, wie sieht die Rechtslage zum Beispiel aus oder welche Vorschriften gibt es. Oder sie übernehmen das Ganze und haben ganz andere Möglichkeiten, um dann dagegen vorzugehen. Und auch hier wird der Zahnarzt sehr oft genannt. Das muss nicht immer wie bei mir sein. Es kann sein, dass es wirklich darum geht, keine Behandlung zu bekommen, manchmal aber auch nur den letzten Termin am Tag oder dass zwei Paar Handschuhe übereinander angezogen werden, um sich besonders zu schützen oder irgendwelche ganz speziellen Reinigungsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen. Das alles muss aber nicht sein. Es gibt Fakten, die genau dagegen sprechen. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat 2016 zusammen mit der Bundeszahnärztekammer eine Broschüre zum Thema rausgegeben. Und da steht zum Beispiel drin, dass nicht alle Menschen mit HIV darüber sprechen, das nicht immer erzählen, weil sie Angst vor Zurückweisung haben können. Was ich persönlich, nach dem, was ich erlebt habe, verstehen kann. Auch ich habe mir zweimal überlegt, ob ich das nochmal sage, habe es dann irgendwann auch getan, aber es ist natürlich ein Ereignis, das prägt. Und da steht auch drin, dass 13.000 Menschen in Deutschland gar nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind. Deswegen sagt der Präsident der Bundeszahnärztekammer, dass man jeden Menschen so behandeln sollte, als ob er eine Infektion in sich trägt. Und das ist auch völlig logisch, denn wenn viele Menschen nicht davon wissen, ne, ich lasse jetzt auch mal die vorne weg, die nicht darüber sprechen, aber es gibt allein schon so viele, die nicht davon wissen, egal ob es HIV ist oder irgendwas anderes, dann macht es gar keinen Sinn, Standards erst einzuleiten oder zu ergreifen, wenn man davon weiß. Denn dann würden bei allen diesen Fällen, wo die Leute eben nicht davon wissen, diese Standards nicht greifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer so tut, als ob jemand etwas haben könnte. Und im Fall der Fälle ist dann für Sicherheit gesorgt. Ehrlich gesagt finde ich rückblickend sogar, dass man sich die Frage stellen sollte, ob man ein Patient sein will in einer Praxis, wo diese Hygienestandards nicht gelten. Denn auch ich als jemand, also nicht für alle gelten, denn auch ich als jemand, der HIV hat, kann sich ja was anderes einfangen. Da kann Hepatitis eine Rolle spielen, da können andere Sachen eine Rolle spielen. Und es ist einfach gefährlich für mich, auch für mich, also ich bin nicht die Gefahr, sondern es ist gefährlich für mich. Nicht, weil ich da bin oder weil andere Menschen da sind. Also ihr könnt alle haben, was ihr wollt, das ist ja völlig egal, das macht auch gar nichts. Das ist für mich nicht schlimm, wenn Hygienestandards eingehalten werden. Das heißt, für mich ist eher das Problem als Patient, wenn die Praxis ihre Arbeit nicht vernünftig macht und nicht dafür sorgt, dass wir alle sicher sind. Und darüber würde ich mir im Nachhinein Gedanken machen. Und deswegen ist es so, dass ich euch bitte, wenn bei euch in der Praxis der Fall sein sollte, dass Hygienestandards erst eintreten oder besondere Standards eintreten, wenn ihr von einer Infektion von jemandem wisst, sprecht das bitte an. Das ist einfach faktisch nicht richtig, das ist falsch. Da muss ich leider sagen, dass dort nicht nach den Standards gearbeitet wird oder nicht vernünftig gearbeitet wird. Und ihr könnt einen Beitrag leisten, indem ihr das ansprecht und vielleicht etwas in eurer Praxis verändert. Es ist ein Beitrag gegen Diskriminierung, denn es ist nicht schön, so etwas zu erleben. Und vielleicht könnt ihr das bei jemandem verhindern, dass das passiert, indem ihr vorher ansprecht, vielleicht sollten wir etwas an unserer oder in unserer Praxis verändern. Und an alle, die Diskriminierung erfahren, dokumentiert es. Wendet euch an die Kontaktstelle für Diskriminierung der Deutschen AIDS-Hilfe. Wendet euch an die Zahnärztekammer, wie auch immer. Ich weiß, man hat immer das Gefühl, da ist alles eins gegen eins, Aussage gegen Aussage. Man kann eh nichts verändern, habe ich auch gedacht.
Aber so ist das nicht. Es gibt zwei gute Gründe. Erstens, der Arzt wird sich überlegen, ob er das nochmal macht. Denn wenn er es nochmal macht und sich noch jemand beschwert, steht schon 2-1 und er wird unglaubwürdiger. Zweitens, die Dokumentation ist unfassbar wichtig, um einfach zu wissen, dass man da etwas tun muss. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat diese Broschüre gemacht, weil sie gesehen hat, es ist Bedarf dafür da, dass Menschen öfter mal in Zahnarztpraxen diskriminiert werden. Und deswegen hat sie gehandelt. Das geht aber nur, weil Leute sich dazu geäußert haben, weil sie es gemeldet haben, weil sie sich wirklich, weil sie offen über sich berichtet haben und gesagt haben, da ist ein Missstand, der eben behoben werden muss. Das ist einfach unfassbar wichtig. Und wenn ihr euch traut, was ich euch wünschen würde, ich weiß, das ist nicht immer möglich, ist natürlich ganz toll, wenn ihr das auch persönlich macht. Lasst euch nicht einreden, dass ihr gefährlich seid oder wie auch immer. Das stimmt einfach nicht. Und wir können nur etwas verändern, wenn wir uns bemerkbar machen und wenn wir uns wehren bei sowas. Wenn es euch gefallen hat, falls ihr durch dieses Video vielleicht sogar was gelernt habt, gebt ihm doch einen Daumen hoch oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Themen rund ums Leben mit HIV euch interessieren. So kann ich Videos machen, auf die ihr auch Lust habt. Jetzt könnt ihr noch die anderen Videos schauen, die ich euch verlinkt habe, die passen thematisch. Oder aber ihr abonniert mich und wir sehen uns wieder. Und heute bin ich raus, verabschiede mich und sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.